werden heute voneinander Fotos kopieren. Fotos, die wir schon mal auf Instagram hochgeladen haben. Mal gucken, wer drauf kommt. Ich hoffe auf ganz viele Kommentare, die so lauten: Boy, du Faker, du machst ja alles nach. Das hast du Vicky geklaut, ey. Lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben da, dann können wir solche Videos super gerne öfter machen. Und unsere erste Aufgabe ist es jetzt, Bilder rauszusuchen, die wir voneinander kopieren. Jupp, ich habe schon ein paar Favoriten. Echt? Oh, ich habe auch schon eins. Okay, fang an. Mein erstes wird dieses hier, wo Sarina im Bällebad Mini-Swimming-Pool sitzt und Peace zeigt. Dafür brauchen wir auf jeden Fall ein Pool, Bälle, dich. Dich und dein Outfit. Yep. Jupp. Los geht's. Wir sind gerade im Keller, denn hier befinden sich die Bälle. Das sind die Hauptakteure des nächsten Videos. Fotos. Wir haben, ja, 6 Kisten davon. Wie viele brauchen wir, glaubst du? Das Pool auf jeden Fall auch. Ach, stimmt. Das hätte ich jetzt vergessen. Hoffentlich finden wir das. Und wer pustet es auf? Ach, das ist nicht viel. Ich puste das in 30 Sekunden auf. Und dann müsste sich hier auch noch irgendwo die Hose befinden, die Vicky anziehen muss, denn die habe ich schon aussortiert. Das ist ein sehr auffälliges Muster. Oh nein, du wirfst hier ja alles um. Aber so geht's suchen. Wir werden die nie finden. Wir melden uns gleich, wenn wir die Hose gefunden haben. Hoffentlich. Ich hab sie. Oh mein Gott, ich hab sie. Ist sie das? Ist sie das? Ja, das ist sie. Yay, wir haben die Hose. Und sie ist echt hässlich. Willst du berichten, was du da machst? Mir ist gerade aufgefallen, wir haben gerade unsere Flux-Bag in den Keller gebracht. Also das ist dieses Gerät, mit dem man super gut sowas aufpusten kann. Und jetzt muss ich mit meiner eigenen Luft es aufpusten. Und mir ist heiß. Ich kann nicht anfeuern. Los, Vicky, los! Los, Vicky, los! Du sitzt übrigens schon an der richtigen Stelle. Extra, da muss ich mich nachher nicht mehr so viel bewegen. Fertig! Anziehen! Yay! Das ist ja voll hart. Oh, den Boden musste man auch aufblasen. Egal. Bälle! Sind sie genug? Ja, du? Ich denke, das reicht. Du musst dich jetzt... Nee, warte mal, ich muss hier hin. Mit dem ganzen Vorrücken. Autsch. Noch weiter? So, ja. Den Kopf ein bisschen schiefer. Action. Hey, Billy, weg mit dir. Bist nicht am echten Foto. So. Gesichtsausdruck? Super. Achtung und tschüss. Ich denke, wir haben es. Zeig mal. Yay. Perfekt. Ich glaube, es geht durch. Cool. Ich habe mir das Bild rausgesucht, wo Vicky auf der Couch sitzt und so eine Popcorn-Packung voll mit Marshmallows isst. Und das werde ich jetzt machen. Yummy. So klar, dass du dir das Bild aussuchst, wo du essen kannst. Als erstes brauche ich mal das richtige Kleid. Oh Mann, Vicky hat ganz schön viele graue Kleider. Welches war das denn? Das hier? Nee, das müsste... Nee. Oh, das. Das ist es, glaube ich. Yep, ich habe es gefunden. Na, sehe ich schon aus wie Vicky? Nö. Hä? Klar, guck, ich hab dein Kleid und deine Kette. Aber irgendwie sieht sie nicht aus wie ich. Oh, das wird noch. Aber das Outfit ist toll, das ist nie so was Schönes. Marshmallows. Enten oder Hasen oder Schnecken. Schreibt mal in die Kommentare, was das ist. Ein Enten-Emoji für Ente, ein Hasen-Emoji für Hase, ein Schnecken-Emoji für Schnecke und ein Schildkröten-Emoji für Schildkröte. Ich habe das Foto verinnerlicht und es sieht so aus. Wie machst du mit dem Kopf? Gerade nach unten gucken. Die Beine sind schon mal gut so. Gerade. Du bist viel zu seitlich. Du stehst schief. Vicky, schnell, ich habe die perfekte Pose. Ein bisschen mehr zur Mitte gucken. Bisschen, genau. Bisschen weiter runter, ja. Das ist wirklich perfekt. Kamera. Das ist anstrengend. Das nächste Bild ist das hier, ein kuscheliges, herbstliches Bild, wo Sarina im Liegestuhl liegt. Nein, nein, es ist ein Schaukelstuhl. Ja, das meinte ich. Wo Sarina im Schaukelstuhl liegt, mit einer Kuscheldecke, mit einer Pflanze im Hintergrund und mit einem Zopf, den ich auch gleich nachfrisieren werde. Fürs nächste Foto brauche ich jetzt einen Zopf, einen ganz hohen Zopf, wie Sarina den immer macht. Hast du ein Tutorial für mich oder soll ich einfach mal loslegen? Ja, Kopfüber ist gut. Ja, das könnte was werden. Als wäre es so schwierig, einen Zopf zu machen. Es muss genau dein Zopf sein. Hey, das sieht gut aus. Noch ein paar Haare rausholen. Ich habe das gerade ohne Spiegel gemacht. Applaus. Applaus. Uhu. So.
So, ich habe schon alles hergerichtet. Sie müssen sich nur mehr hier reinsetzen. Vielen Dank, Requisitenfrau. Aber wenn du so fertig und sie tut weh. Tut so ein Topf immer weh? Da gewöhnt man sich dran. Oh, das ist gemütlich. Das wird mein Lieblingsteil aus diesem Video. Irgendwo muss ich meine Füße hin tun. Ich bin zu groß für diesen Stuhl. Ich sitze völlig falsch, ne? Guck mal. Ja. Hey, du sitzt auf der falschen Seite, die Beine gehören darüber. Und du sitzt auf der Decke drauf. Die Decke gehört hier hin. Du siehst aus, als hättest du vorgestern gelernt, dich zu bewegen. Ich habe eine frisch gewaschene Jeans an. Okay. Du hast ein Foto von meiner Mama gelöscht. Hier. So? Au. 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 Ich hatte dieses Foto doch. Helft mir. Den Arm musst du so und dann haltest du den so. Was weiß ich, was das für eine Pose ist? Das sieht ja super aus. Oh nein, hier gehört auch Decke hin. Egal, ich stehe hier nicht mehr auf. Gesundheit. Und wie ist der Gesichtsausdruck? Zufrieden lächeln, das Kinn etwas höher. Okay, ich bin zufrieden. Oh, das Bild finde ich auch mega süß. Da sitzt Vicky auf meinem Bett. Meinem? Und hat so einen süßen Blumenkranz auf und das springende Pfützebuch in der Hand. Für das nächste Bild brauche ich diese drei Utensilien und die Bettwäsche. Hier haben wir die Vorlage und ich muss hier noch ein bisschen die Decke schön machen. Zeig mal. Du musst noch ein Stückchen darüber rücken. Zur Decke. Ja, Kissen sind voreinander. Ja, genau. Ja, perfekt. Okay, du kannst dich ein bisschen nach hinten lehnen. Die Finger heißen über dem Sticker mehr. Ja, und das ist gerade gestreckt. Andere Richtung gucken. Das macht aber gar keinen Sinn, in die andere Richtung zu gucken. Guck in die andere Richtung. Mein Foto macht Sinn. Oh nein, Leute. Serena bekommt einfach die Handbewegung nicht hin. Wer macht denn so? Das ist... Ich krieg schon einen Krampf in meinem Arm. Wir versuchen gerade seit einer halben Stunde, Serenas Hand richtig zu biegen. Oh, das sieht gut aus. So? Mach mal. Ja. Aua. Ja, doch, das ist gut. Das ist gut. Aua, das kann ich mehr. Hast du aufgedrückt? Ja. Dieses Buch haben Vicky und ich übrigens selbst veröffentlicht. Der Inhalt da drin stammt von uns. Das ist ein Mitmachbuch mit 365 Ideen für jeden Tag. Da kann man ganz viel im Buch machen und auch außerhalb vom Buch. Das gibt's in jeder Buchhandlung. Fragt einfach mal nach Spring in eine Pfütze. Und wir haben es auch in der Infobox verlinkt. Klickt einfach mal drauf. Da seht ihr ein bisschen mehr vom Inhalt. Und es lohnt sich. Es ist richtig, richtig cool. Auf das nächste freue ich mich schon ganz besonders, weil irgendwie ist es so ein besonderes Outfit, würde ich mal sagen. Hey, was soll das denn heißen? Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Outfit von Serena Daumen nach oben oder Daumen nach unten findet oder mittel. Hallo, das sieht doch süß aus. Also ich finde das Outfit auch mega schön, aber der Rucksack dazu ist so ein Quäntchen too much. Oh, und die Kappe ist schon vom Auto überfahren worden. Ach stimmt, die Originalkappe können wir leider nicht als Requisite fürs Foto nutzen. Da gibt es eine lange Story dazu. Es war Serenas Lieblingskappe und sie wurde leider vom Auto überfahren. Ja, auf einer sehr stark befahrenen Kreuzung, weil der Wind sie mir vom Kopf geweht hat. Hört sich an wie eine Filmszene. So ist mein Leben. Ja, Serena wurde nicht mit überfahren, wie man sieht. Promis zu schreiben. Wenn ihr es schafft, fällt morgen die Schule aus. Schön. Findest du schon? Warum äffst du meinen lieben Text hier nach, hä? Weiß ich auch nicht. Welcher Pulli ist das? Der, ne? Ja. Das ist der Pulli. Dann brauchen wir noch einen Rock, einen schwarzen. Overknees. Oh, es ist so heiß draußen und ich muss jetzt das Outfit anziehen. Oh, okay. Die Overknees musst du mir auch noch holen. Hast du die im Keller? Oh. Nicht schon wieder Keller. Das ist ja nicht normal, Leute. Es hat, wartet mal, ups. Es hat einfach mal 24 Grad und ich habe einen Rollkragenpulli aus dickster Wolle an. Gleich werde ich mir noch eine Kappe aufsetzen und eine Lederjacke drüber ziehen. Eine Lederjacke. Ich habe jetzt schon komplett überall Hitzeschläge. Seht ihr, ich kann nicht mehr normal reden. Das sind bestimmt schon Symptome für einen Hitzeschlag. Für Überhitzung, für Wärmeprobleme. Und dann kommen noch die Overknees, wenn wir die im Keller finden. Und jetzt warte ich auf Serena. Kommst du? Geh halt ohne Schuhe in den Keller. Ja, die Schuhe sind ja im Keller. Ich habe für den Fall schon zu viel dabei. Und das Pool bringen wir auch gleich wieder runter. Ja, alles gut bei mir. Das muss ich dokumentieren. Hoffentlich treffen wir niemanden. Hast du schon erzählt, wie viel Grad es hat? Ja, 24. Ist es heiß? Nee, mir ist ziemlich kalt. Wir haben übrigens die Schuhe nicht gefunden, deswegen haben wir ein bisschen improvisiert mit Socken. Ja, ich habe eine halbe Stunde in diesem Outfit nach Overknees gesucht, habe keine gefunden und dann sind wir auf die gekommen, wir können ja lange Socken anziehen. Du, also du kannst. Fangen wir an? Ja, lass uns hinter uns springen, ich will das ausziehen.
Ich habe eine Idee, Leute. Bei 35.000 Daumen nach oben werden wir einen Teil 2 machen. Ihr könnt auch gerne schon fleißig Bildvorschläge in die Kommentare schreiben, welche gut zum Nachstellen werden. Und dann können wir das auf jeden Fall machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Arrivederci.